Marcel. Ja, dann einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Rückrundenauftakt in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland. Der FV Ellers hat mit 1:0 gegen den SV Alemannia Aldesheim gewonnen. Zu meiner Rechten unser Trainer Sascha Watzlawick. Und zur linken Gästetrainer Elvir Milunovic, der wie immer das erste Wort hat. Schönen guten Abend hier im Finale. So viel Glück wie dieses Jahr haben wir meine Karriere noch nie gehabt, eigentlich. Wir haben wirklich heute vorgenommen, was lernen aus dem ersten Spiel, wo wir kaum wirklich verloren haben, 3:0 gegen eine gute, starke Mannschaft von Engels. Ich habe gewusst, dass die Engels hat gute Mannschaft, gute Einzelspieler. Habe ich meine Mannschaft so gut eingestellt, gut vorbereitet, haben wir eigentlich einen klaren Spielplan gehabt. Genau wie gegen Worms am Mittwoch, gleiches Spiel, gleiche Taktik. Hat alles wunderbar geklappt und wenn man unten steht, passiert solche Sachen, dass man die erste Chance in die zweite Halbzeit für die Gegner geht ins Netz rein. Normalerweise eine Minute zuvor, wir haben eigentlich einen Abschluss von 18 Metern, aber normalerweise Ball geht im Winkel, wenn man oben steht. Aber leider eigentlich, wir haben ein gutes kämpferisches Spiel gezeigt gegen eine gute Mannschaft. Wir haben alles abgeliefert, was man im Fußball man hat. Eigentlich, wir haben Probleme vorne in der offensiven Bereich. Wir haben wenigstens Tore geschossen. Das wissen wir auch. Wir haben auf die Momente gewartet. Die waren nicht viele. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Lattentreffer gehabt. Haben wir zwei Halbchancen gehabt. Aber vor allem war wichtig, dass die Gegner ins Spiel gehabt. Und letztendlich eigentlich haben wir wirklich hart bestraft in der letzten Minute mit einem Angriff, wo, sage ich mal, gar nichts was Großes angedeutet hat, aber die ein Teil von der Sekunde hat gereicht, dass die Engels ein Tor gemacht haben und dann war nichts mehr möglich, in den Spiel zu kommen. Das heißt, ich gratuliere eigentlich englische Trainer und Engels auf die 3 Punkte und wir müssen wieder aufstehen nächste Woche und versuchen wir gegen uns ein Spiel zu gewinnen. Dankeschön. So, dann jetzt unser Sascha. Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, ich denke, so wie die Woche gelaufen ist, also speziell jetzt noch am Mittwoch, war es für uns heute ganz, ganz wichtig, dass wir heute direkt hier die richtige Antwort gegeben haben. Ich glaube, wenn du so ein Spiel wie am Mittwoch hinlegst, also speziell in der zweiten Halbzeit, dann weißt du auch als Spieler, dass es nicht gut war. Und ich glaube auch, wir haben gestern die Jungs auch gesagt, dass das nicht die Art und Weise ist, wie wir sie kennen oder wie wir das hier in Engers auch schon seit Jahren leben. Und mir war heute erstmal eine Reaktion einfach wichtig. Und da muss ich mal ein Riesenkompliment machen, gerade was wir auch versucht haben, speziell die ersten Halbzeit. Wir haben gekämpft, wir haben uns reingehauen, wir haben so viele Chancen, also auch wenn wir nicht mal durchgekommen sind, aber ich habe, glaube ich, schon ein absolutes Chancenplus auf unserer Seite, wo wir 3, 4, 5 Mal durchgebrochen sind, speziell über die rechte Seite, über Simons. Und auch Yasin Jammern, der heute das erste Mal wieder dabei war, wo wir jetzt ganz gut durchgespielt haben. Dann hat immer noch so das Quäntchen Glück gefehlt. Natürlich kannst du auch Pech haben. Klar, der Gegner hat sich sehr tief gestellt, hat uns das ganze Spiel überlassen. Dann musst du halt auch immer selber die Chancen kreieren. Aber alles in allem bin ich mit der ersten Halbzeit sehr einverstanden, fand, dass wir es halt wirklich brutal gut gemacht haben. Dann mussten wir eine Halbzeit wechseln, der Andi Brahe war verletzt, dann auch ein Riesenkompliment an Manu, der reingekommen ist. Ist auch nicht einfach in so ein Spiel, gerade auf der Innenverteidigerposition hat es direkt gut angenommen. Und ja, das Spiel wurde dann ein bisschen offener, also vom Mittelfeld her. Wir haben nicht mehr so viel zwingende Torschancen rausgespielt, muss man klar sagen, aber wir haben dran geglaubt. Und wir hatten auch heute noch so ein Erlebnis vor dem Spiel vom ganz krass von Badim. Muss man einfach mal sagen, das war ein besonderer Moment, weil man weiß ja auch, dass bei ihm, er von seiner Familie weg ist und auch gesagt hat, dass wir hier mittlerweile in Engers seine Familie sind. Und auch gerade, weil es auch jetzt nicht so gut lief, er einfach gesagt hat heute, wir müssen zusammenhalten, auch in schlechten Zeiten. Und umso mehr freut es mich dann so die Heldengeschichte, dass er dann wirklich hier in der 6. oder der 94. Minute das 1:0 macht. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte für uns. Und auch, glaube ich, einfach so die Art und Weise heute mich absolut mit einverstanden. Er hat jeder sein Herz offen auf den Platz gelegt. Und das ist auch das, was uns schon seit Jahren hier auszeichnet. Und deswegen bin ich insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung. Gut.
Ludwig, hast du Fragen? Ja, vielleicht das macht das schon. Du hast ja auch angekündigt, es hat Konsequenzen, die Pokalliga da. Wie sahen die jetzt im Einzelnen aus und was hast du so gemacht, diese ab Donnerstag? Wie Konsequenzen aussehen, das muss man jetzt nicht immer an Wechseln oder an Personen festmachen. Es hatte schon für uns, ich glaube, heute einfach ein bisschen durchgewechselt. Ich habe halt ein paar Spieler jetzt auch wieder aufs Feld gestellt, die vorher auch sehr wichtig für uns waren. Ich hatte natürlich auch ein gewisses Risiko, ob es jetzt in die Persona Yassin war, der jetzt auch nur anderthalb Wochen trainiert hat. Andi leider hat es wieder nicht gereicht, vom Oberschenkel her, über die ganze Zeit. War er eigentlich sehr, sehr gut drin und hat auch dann trainiert, hat dann immer wieder das Training abgebrochen, weil er immer noch Probleme hat. Finde aber heute trotzdem, dass er es auch speziell in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht hat. Ja, wir haben halt ein bisschen durchgewechselt und ja, ich denke, die Konsequenz schlechthin war einfach für mich heute 3 Punkte und der richtige Einsatz. Ja. Ja, vielleicht noch eine Frage an dich. In der Situation, wo ihr seid, 14 Punkte oder so, hättet ihr den vielleicht zum Schluss noch probieren müssen oder so? Habt ihr euch ja nach meinem Meinung so ein bisschen zurückgezogen und wart mit dem Punkt zufrieden? War das vielleicht im Nachhinein die falsche Einstellung? Die letzte? Nein, wir sind eigentlich mit dem 14 Mann heute eingereist. Die haben eigentlich 4 Spieler, die krankheitsbedingt gestern haben eigentlich Absage erteilt, die könnte nichts mitgehen. 2 Spieler haben sie verletzt gegen Worms. Ich habe zum Schluss die Spieler eingewechselt aus der zweiten Mannschaft. Das heißt, wie gesagt, wir haben auf die Sieg gespielt, wie jeder Trainer, jedes Spiel. Da muss man einen Plan haben. Plan war eigentlich, Momente zu warten, vorne gut zu stehen. Und wir werden auch gegen Engels mit einem Punkt zufrieden, ja, aber letztendlich. Ja, sind wir ohne Punkte geblieben. Das heißt, ich hätte auch gerne, wenn ich die Material habe von Engels auch zum Schluss auch von Anfang an gespielt, eigentlich auf Sieg, aber das, was wir haben oder was wir als Trainer haben, muss ich besser draus machen und wie gesagt, wir waren am Ende mit einem Punkt zufrieden. Vielen Dank. Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Gästen, wünschen euch einen guten Rest der Rückrunde und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Dankeschön.